Hallo, wir sind endlich wieder zurück. Ich sage euch, wir hatten ein paar Problemchen. Ein paar. Und übrigens, die Suki ist auch dabei. Ja, die hat jetzt auch einen neuen Prozessor. Ja, also. Jetzt kotzt die CPU vielleicht nicht mehr. Genau, die hat einen neuen Prozessor, dann kotzt die CPU vielleicht nicht so. Die hat ein neues Mainboard und die Suki hat eine neue Grafikkartenbelüftung. Ja, alles neu. Nee. So sieht's aus. Wir hatten aber heute tatsächlich ein paar Problemchen. Ja, OBS hatte keine Lust mit 60, hat ständig die Frames gedroppt. Irgendwas, wir mussten Windows neu installieren. Wir haben alles probiert und sind die Ideen ausgegangen. Jetzt haben wir Windows. Jetzt haben wir Windows neu aufgesetzt und beim Testen, ob wir nun Frame Drops haben oder nicht, bin ich leider schon in eine kleine Sequenz reingelaufen mit Fury und der Beobachterin. Wo muss ich denn lang? Da auch raus, genau. Genau, als ich hier rausgerollt bin, um wie gesagt zu gucken, ob wir immer noch Frame Drops haben, was der Fall war, als ich hier rausgerollt bin, gab es hier eine Szene mit der. Wo muss ich hin? Einfach fallen lassen. Genau. Gab es hier eine Szene mit der Beobachterin, die hat gesagt: Ja, warum denn hier helfen und lass uns doch gehen und ist doch eh nur ein Klumpen Dreck. Da hinten, da sind unsere Seelen. Ich habe mich nämlich hier dann sterben lassen, damit wir bei Vulcan spawnen, weil das immer. Ein guter Indikator war, ob wir Frame Drops haben oder nicht. Jetzt haben wir unsere Seelen schon mal wieder. Ja, auf jeden Fall war die Sequenz relativ lang, aber nicht so wirklich aussagekräftig. Also habt ihr nichts Großartiges verpasst. Tut mir leid, war ein Versehen, aber da das hier automatisches Speichern ist, konnten wir auch keine alten Saves mehr laden und da irgendwas. Ich glaube, du musst aufladen oder Memos haben. Ich glaube, mit Aufladen. Geht's besser. Genau. Geht's mit einem Hieb. Ich spiele übrigens. Ja, übrigens, Suki spielt. Ja, und wir sind gerade heilfroh, dass wir das Problem lösen konnten. Und dass das jetzt alles einwandfrei funktioniert. Keine Frame Drops mehr. Die CPU, die das letzte Mal am Anschlag war, die ja, ist jetzt bei 40%. Denn wir stehen bei 30%. Ach, warte mal, was war das RT? Wo ist denn RT nochmal? So. Kann ich nicht markieren? Markieren nicht, nee. Also manche Sachen kannst du markieren, aber so große Flächen in der Regel nicht. Ausgewogenheit. Indem man sie mit diesem elenden Konflikt beschäftigt hält, kann das Universum selbst reich bleiben. Das ist eine seltsame Methode, für Gleichgewicht zu sorgen. Besonders für so mächtige Wesen. Darum Suki guckt mich gerade voll komisch an. Wenn du Zweifel hast. Es hat geflackert. Ja, hab ich nicht gesehen. Siehst du das? Ja. Was ist das denn? In der Aufnahme ist es aber, glaube ich, nicht drin. Haben wir V-Sync noch an? Nee. Nee, haben wir nicht an. Vielleicht deshalb. Eine vertikale Bildsynchronisierung. Aber das sorgt halt oft für Probleme bei Aufnahmen. Deswegen haben wir. Es ist generell. Deaktiviere ich V-Sync immer. Das sieht groß aus, ist aber nur ein kleines. Generell auch. Es gibt nur ein paar Spiele mit Ausnahmen. Enderal und ein anderes Spiel, was mir gerade nicht einfällt, aber da muss ich es auch deaktivieren. Darksiders 2 muss es aktivieren. Stimmt, da war was, ja. Also ein paar Spiele haben Probleme mit zu hoher Framerate, wollte ich was gerade sagen. Ja, achso, wir haben in den letzten Folgen festgestellt, dass die Soundeffekte im Vergleich zu unseren Stimmen etwas laut sind. Wir werden das jetzt nochmal beobachten. Wir haben sie ein bisschen leiser gestellt. Auf dem Ohr kommt es mir gerade so vor, als wären sie noch nicht leise genug. Schauen wir einfach mal. Wir schauen nach der Folge mal. Also es ist mir im Speziellen, als ich durch die letzten Folgen geschaut habe auf YouTube, aufgefallen, dass man uns teilweise gar nicht versteht. Und das ist ja nun auch nicht Sinn der Übung. Die Soundeffekte an sich sind ja jetzt nicht so mörderwichtig. Das sah wieder aus, siehst du, da fällt gar nichts runter. Das spawnt direkt auf dem Boden, wenn du ja. Oben das kaputt machst. So wirkt es zumindest. Es irritiert mich immer noch, diese komischen Streifen. Aber in OBS ist. Ich bin noch gar nicht bereit. Lasst mich in Ruhe, warte. So können wir kämpfen. Anvisieren. Oh, geht nicht. Naja, wenn der sich unsichtbar macht, dann geht die Markierung weg. Boah. Er hat mich gerade voll. Ja, du solltest einen Brand nehmen. Habe ich jetzt? Ja, hast du. Ausweichen. Ach, ich krieg's gerade mit dem Ausweichen nicht hin. Ich habe lange nicht mehr Darksiders gespielt, tatsächlich nicht mehr.
Das war Zornangriff. Krass. Gut. Aber Schaden kriegst du immer noch, ne? Du bist nicht unbesiegbar. Doch, billig. Nee, nimm noch einen Trank. So. Endlich wieder einspielen. Ja, es waren heute ein paar Problemchen, deswegen bin ich noch nicht so ganz im Darksiders-Feeling. Ausweichen gibt's gerade noch nicht. Kommt gleich. Aber wir haben keine Frame Drops. Yep, yep. Letzter Test. Boom. Wir haben Frame Drops. Aber nur ein. Haben da wir verloren. Ist unser großäugiger Freund. Versuch diesmal nicht zu schreien. Versuch welcher Freund? Das der Kraken bestimmt, ne? Das Loot. Guck mal, da sind Dinger. Wo wollen wir da hin? Kommst du doch hin, ja, klar. Ach, da ist unser Freund. Ach, da will ich nicht hin. Ja. Denke ich erstmal hier hin. Hallo? Ich dachte gerade schon, Gabriel und ich hätten ein Problem. Problem, Mensch. Das Wort macht mir auch Probleme. Das erinnert mich voll an Storm aus X-Men. Okay. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass das Spiel gerade Frame Drops hat. Ausgewichen. Ja, gut. Er will nicht sterben. Nee, weil er dich, weil er blockt. Die mir den großen Schwertern blocken immer noch. Ah, okay. Ach, ihr kleinen Viecher. Nicht in Ruhe. Zerstör mit der Kreuzklinge die Bauten. Okay, warte mal. RT, ne? Ich kann doch nicht so schnell. Aua, ich kann nicht so schnell. Ich hasse sowas, wenn das auf Zeit ist, also wenn man angegriffen werden kann, kann ich nicht zielen. Und ein Mondartefakt. Sehr gut. Okay. Die Gefäße waren die, die größer waren, ne? Wo ja. Mehr drin waren, oder? Ja. Ich bin gerade echt noch nicht so im Aufnahmemodus. Warum nicht? Weiß ich nicht. Jetzt musst du reden. Ich hab doch schon die ganze Zeit. Ich hab so viel erzählt schon. Ich bin fast runtergefallen. Guck mal, da hinten wartet jemand auf mich. Haben wir nicht noch irgendwas? Ein kleines Heilfragment. Komm, das nehme ich mal. Was war das so? Ein kleines hatten wir sogar noch. Ja. Wo haben wir das denn gefunden? Weiß ich nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Denk dran, ne? Die Säure! Ah! Grüne Pampe ist Säure. Man darf nicht nach hinten ausweichen. Nicht, wenn da Säure ist. Und da sind wir wieder bei Wulgrim. Neustart. Ja, als wäre nie was gewesen. Willkommen zur neuen Folge. Es nervt mich immer noch am Spiel. Ja, dieser Start an Wulgrim-Position und dann dieses vollkommen idiotische... es ist ja nicht mal Backtracking. Es ist ja Fortracking, wenn man es eigentlich, wenn man es genau nimmt. Und das ist einfach der größte Bullshit, dass es sowas in modernen Spielen überhaupt noch gibt, zeugt nicht gerade von einem guten Spiel. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. So gerne ich Darksiders mag, so gut mir dieses Spiel gefällt, das ist einer der größten Kritikpunkte. Mach den lila Kugel. Die ist cool, ne? Man macht einfach Boom, wenn man, ja. Wenn man rausgeht aus der... Musste ich lang? Hier irgendwo, ne? Mhm. Siehst du das? Irritiert mich voll. Weil ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich sehe es aber. Nee, in den Aufnahmen ist es, glaube ich, nicht drin. Darkseid, das ist sowieso komisch. Man darf ich vergessen, was kaputt zu machen. Es geht halt gar nicht, ne? Ja. Ich glaube, ich mag auch den Hammer voll gerne. Auch wenn ich mich gerade nicht sehe. Guck mal, sogar ein großer Haufen. Ist hier noch was? Hm. Mensch, hoch? Yuri. Da müssen wir sogar hoch. Ach, da müssen wir sogar hoch. Super Orientierung, wie immer. Ja. Grandios wie eh und je. Mein Handy blinkt mich an. Lass es blinken.
Hallo. So sieht das doch schon viel besser aus. Ich spiele mich so langsam warm. Ja gut. Vielleicht steuere ich dann. Hallo. Kommst du? Ausgewichen. Komm her. Ne, wie war das? Dings, Pause, Dings. Ah, so war das. Ich mal markieren. Ich bin gerade voll reingesprungen, ich hab's ja gemerkt. Sei mal stehen geblieben, einmal reingesprungen. Oh. Das war ein Tacken zu früh. Ja. Oh. Zu spät. Komplett zu spät, komplett. Achso, wir müssen den gleichen Weg jetzt nochmal gehen, weil da unsere Seelen sind. Ich weiß. Achso. Da ist auch noch ein Ding, da will ich auch noch hin. Und was ist denn ein Ding? Ein Mansk. Ich habe jetzt nachgeguckt, wie sie heißen. Sie heißen Mansk. Für mich sind das Tentoxas. Ich wäre jetzt fast wieder in die Säure gesprungen. Oh nein, ich höre sie doch schon wieder. Ach, ich wollte auch nicht das Ding markieren. Das wollte ich nicht. Ja, du solltest vielleicht trotzdem erstmal die Dinger markieren. Ah. Markieren. Ich krieg das nicht so schnell markiert. Es tut mir leid. Dafür bin ich zu doof. So. Jetzt sind die egal. Dann sind die ja leer. Jetzt kann ich das Markieren üben. Das war gegen den Stein geschlagen. Ist hier noch was? Nee, da war ja nur noch das lila Ding. Ach ja. Was? Die Streifen. Ja, da müssen wir gleich mal nach der Aufnahme gucken, was das ist. Bestimmt Faustsync. Machen wir einfach Faustsync an. Nein, nein, nicht in die Säure. Gut. Nee, gut. Haben wir schon ein paar Seelen. Ja. Ungefähr 4000. Und boom, ich mag den Hammer. Ich mag gerne Boom machen. Da hinten ist Loot. Gewesen. Da ist irgend so ein Greif. Stummelflügelgreif. Oh, guck mal, Fettmann. Geh weg. Erstmal zum Loot. Ach, nee, erstmal, wo ich kämpfen kann. Ach, sind zwei. Ne? Mach mal Chaosgestalt, LB, RT. LB, RT? Nee. Will er grad nicht. Jetzt. Ich hab's eben gerade gedrückt, ich schwöre es euch. Na gut, so haben wir sie denn. Die haben wir jetzt so lange nicht eingesetzt. Ja. Jetzt droppt das Spiel, Brave. Ja, aber... OBS nicht. Ja. Kann deiner Chaosgestalt nicht looten. Finde ich nicht gut. Genau. Ist auch nicht so looten konzipiert. Glaube ich. Jetzt waren wir gar nicht bei dem Kraken. Da gehe ich gleich noch hin. Engelsartefakt. Wollte hier erstmal looten. Ja. Ich habe mich Angst vorm Kraken. Mir juckt der Fuß. Warum sprichst du dabei so erotisch ins Mikrofon? Weil das eine wichtige Info ist. Ach so. Unvergängliches. Oh, Button. Nice. War das nicht Stufenaufstieg? Nee, das ist das, was wir aktiviert haben. Das ist das, was wir seit gefühlt seit Spielbeginn aktiviert haben. Oh, guck mal, diesen riesen lila Klotz dahin. Hast du gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Au. Ich habe auch gesehen, dass mich das Ding hier angreift. Au. Ich komme hier gerade nicht raus aus der Ecke, so. Tot. Nee.
Soll ich erstmal hier weitergehen oder zum Kraken? Ich glaube hier. Guck erstmal hier weiter. Wir gehen einfach. Hier ist nicht der Totenkopf, also gehen wir erstmal hier lang. Guck mal, das ist so ein. Der klaut Seelen aus der Umgebung. Und hat uns eine Niffel im Heim. Der hat uns 13.000 Seelen gegeben. Echt? Ja. Was? Alter Schwede. Richtig übel. Jetzt habe ich Luft geholt, um was zu sagen und habe mich dabei verschluckt. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich sagen, wo man... man muss ja auch mal das Positive im hervorheben. Ich habe bis jetzt immer oft über das Negative geraged. Das Gegnerdesign finde ich wieder echt cool. Und, ja. Und abwechslungsreich. War hinten nicht noch Loot? Habe ich da nicht auch irgendwo? Ach nee, man ist ja nicht schneller durch Stashen. Nee, das ist ein Trugschluss. Nee, da habe ich mich verguckt. Das war in Darkseid, das ist eigentlich schon ein Trugschluss. Ich glaube, das Thema hatten wir aber auch schon mal. Du bewegst dich schon schneller, aber du bremst immer ab und dadurch hast du keine Zeit erfahren. Sie kommt vom Himmel. Ja auch. Engel. Ach ja, Block, ja. Ja. Da einfach abwarten, bis sie dich anspringen und dann Ausweichkonter. Angst. Gut. Dann müssen wir aufhören, wenn Suki Angst hat. Ja. Guck mal, dann war es das leider mit dem Let's Play. Da haben wir wahrscheinlich die Gestalt für noch nicht. Die letzte Gestalt, schätze ich mal. Ja. Aber jetzt will ich den großen lila Klotz mal. Ja, den würde ich einfach mal hauen. Und zwar wahrscheinlich in diese Richtung. Ich vermute, diese kleine Steinkante hier, die würde ihn blockieren. Ja. Putz! Nochmal? Ja, bis da hinten, glaube ich, ne? Guck. Ja, der blockiert. Schiebt man nach links. Genau, der wird da durch die eine Kante. Oh, war die falsche Taste. Zwischendurch. Und jetzt wieder gerade. Voll das Rätsel. Voll das Schieberätsel. Zelda-Schieberätsel. War auch in Dark Souls 1. Ich erinnere mich nur an den einen Dungeon. Ich glaube, das ist die Quälerin gewesen. Hier hoch? Sieht so aus wie eine Kante. Ja, warte mal, ich hab da rechts noch was gesehen. Ja, das ist das Mannsviech. Nee, da oben, das. Ach, da kommen wir vielleicht noch hin. Ja. Das ist das Mannsviech. Was ist das Mannsviech? Ja. Ich glaube, wir kommen so dahin. Ja. Er hängt da oben was für Feuer? Ich habe gerade überlegt, ob ich hochspringe oder ob ich es mit der Mit der Klinge ist cooler. Guck, da ist das Mann. Ja. Also ich will erstmal gucken, was ich hier von oben so machen kann. Nichts. Das ist recht wenig. Dann kommst du jetzt runter. Tschüss. Wie lange singt er denn? Bis er keine Lust mehr hat, bis das Lied zu Ende ist. So lange singt er. Lumps. Ich liebe, dass es das kein Falsch hat. Jetzt warte mal, jetzt lass mal gucken, wo wir das Ding hinschubsen. Überhaupt. Nee. Hier hoch? Ob es überhaupt irgendwo sinnvoll ist? Ich sehe da gerade überhaupt nicht keinen sinnvollen Nutzen für das Ding. Vielleicht hier vor die Wirbel? Wollen wir nicht so wieder in die Wirbel? Wollen wir es ausprobieren? Nein. Ach, da kommen wir so wieder rein in die Wirbel und kommen wieder rüber. Ist ja hier gleich am Ufer quasi. Du? Okay, ja. Hä? Ich weiß nicht, wofür wir es brauchen. Ich hab's aber schon mal runtergeholt. Ja, das ist ja schon mal was. Falls wir nochmal herkommen. Guck mal, kannst du da hinten zum Schiff? Na, da kommen wir dann wahrscheinlich. Da kommen wir jetzt via, hin. Via Kraken hin. Ja, mal. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Kraken. Ja, deswegen machen wir den auch in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, ne? Ich stell mich. Wer weiß, was da jetzt kommt. Ich weiß nicht, ob man wieder nur die Augen treffen muss und er uns dann wieder irgendwo hinschubst oder schiebt. Ich hab keine Lust, die Augen zu treffen. Ja, dann wird das wohl die ganze nächste Folge dauern, wenn Suki keine Lust hat. Dann lassen wir das. Ja. Wir regeln das anders. Werdet ihr sehen in der nächsten Folge. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. So sieht's aus. Ciao, ciao. Tschüss.